In diesem Seminar ist das Thema, dass der Mensch, wenn er in der Gesellschaft steht, verschiedene Anrechte und Pflichten erhält, aber auch Anrechte und Pflichten anderer zu erfüllen hat. Wir betrachten in diesem Seminar die Schiene, welche Anrechte andere Menschen an uns haben, unsere Familie, der Kreis der Freunde, der Kreis der von uns Betreuten, die Personen, für die wir verantwortlich sind, aber auch die Personen, denen gegenüber wir verantwortlich sind und so weiter. Das kann man gliedern nach dem System des Al-Ghazali, der diese Verantwortlichkeiten in verschiedene konzentrische Kreise eingeordnet hat. Der zweite Punkt betrifft die konkreten Pflichten. Welche konkreten Pflichten kommen aus einem Anrecht hervor? Das ist die hauptsächliche Frage in diesem Seminar. Denn wenn man auch zum Beispiel festgestellt hat, dass es in einem bestimmten Bereich ein Anrecht gibt, etwa das Anrecht eines Kindes gegenüber den Eltern oder das Anrecht den Eltern gegenüber, dann stellt sich die viel entscheidendere Frage, welche konkreten Dinge folgen denn aus diesen Anrechten? Auch das Bestreben, genau festzuhalten, aus jedem Anrecht, aus jedem Recht entsteht eine Pflicht und umgekehrt. Es besteht also eine Waage. Deswegen kann man auch sagen, in diesem Seminar sollen zunächst in dieser Kreisform die verschiedenen Grade und Stufen der Anrechten und Pflichten als solche beschrieben werden. Hier geht es um die Personenkreise. Und der zweite Schritt ist, dass man innerhalb eines jeden Kreises beschreibt, wie die jeweilige Waage von Rechten und Pflichten aussehen. Auch, dass es niemals eine einseitige Sache sein kann. Aus jedem Anrecht kommt eine Pflicht, aus jeder Pflicht kommt ein Anrecht. Wenn man dieses System im Ganzen betrachtet, führt es dazu, dass der Mensch mit Allahs Hilfe in einem harmonischen Ausgleich mit sich und mit seiner Umgebung stehen kann. Denn erst wenn die Anrechten und Pflichten erfüllt sind, erlöschen auch die Klagen und die berechtigten Beschwerden. Es kann auf die Weise auch Unrecht vermieden werden. Und das sind die wichtigsten Voraussetzungen für das, was man als Fadl, als Zusatz bezeichnet. Das heißt, der großzügige Mensch kann ja erst da auftauchen, wo die Anrechte und Pflichten im Ausgleich sind. Deswegen ist bei diesem Seminar das Wichtige, dass man hier weiß, wo die eigentlichen Grenzen, eigentlich die verbindlichen Grenzen liegen und wo die Großzügigkeit und wo der Zusatz und wo das Besondere eben beginnt. In diesem Sinne.